Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dalabo. Heute zeige ich euch, wie ihr eine ganz leichte Warzenfarm bauen könnt. Ihr müsst hier nur einmal auf den Knopf klicken und die Warzenfarm geht. Ihr klickt noch einmal auf den Knopf und dann schaut ihr in die Truhe und ihr habt eure Netherwarzen. Ja, heute zeige ich euch, wie ihr das bauen könnt, also bleibt dran. Und ja, ihr könnt auch noch gerne ein Abo da lassen. Ich habe bald 100 Abonnenten. Und ja, ihr könnt auch gerne das Video liken. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video. Das alles brauchen wir. Seelensand, Spender, Trichter, Truhen, Netherwarzen, Redstone, einen Knopf, einen Verstärker und schöne Blöcke. Genau, wir bauen das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke Seelensand. Und das macht ihr so breit, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt nicht zu breit, damit das Video nicht zu lang dauert. Also mache ich es so. So, das füllt ihr dann alles mit Seelensand. Ganz normal. Und wenn das soweit ist, könnt ihr das dann später bepflanzen. Zuerst, das ist wichtig, dass ihr hier einen Block hinsetzt. Dann schlägt ihr hier unten zwei Blöcke frei und da unten einen Redstone und oben einen Knopf. Hier macht ihr dann einen Weg, hier nach hinten, wo ihr dann auch noch so rauf geht. Diesen Weg werdet ihr jetzt mit Redstone verbinden, einen Verstärker einpflanzen und weiter Redstone. Bis hierher. Ab hier nehmt ihr dann einen Block, darauf platziert ihr einen Spender und macht hier eine ganze Spenderreihe hin. So, dann geht ihr hier hinten weiter und platziert hier oben Redstone. Sehr gut. Das ist es so mal so weit. Ihr holt euch dann auch noch Wasser, mit dem ihr das befüllen könnt. So. Und ich habe die Spender befüllt mit Wassereimer. Sehr gut. Wenn ihr das auch gemacht habt, dann müsst ihr hier ganz wichtig eine Wand ziehen, sonst wird alles kaputt. Also hier eine Wand ziehen. Hier überall einfach. Auf der anderen Seite auch. So, und über den Spendern auch noch eine Wand. Sehr gut. Dann sieht das jetzt schon mal so aus. Dann platziert ihr hier vorne überall Netherwarzen. Also hierher. So. Und wenn ihr damit fertig seid, dann lässt ihr die Reihe hier vorne aus. Die darf man nicht bepflanzen. Da können wir auch einfach nur schöne Blöcke hin, die ihr bei euch habt, reintun. Weil da kann nichts wachsen. Sehr gut. Jetzt können wir es gleich mal testen. Wir klicken hier auf den Knopf, Wasser kommt. Klicken wir nochmal auf den Knopf, das Wasser verschwindet. Sehr gut, aber jetzt brauchen wir noch einen Einfangmechanismus. Dazu bauen wir hier zwei Blöcke weg und setzen da eine Doppeltruhe rein. Hier könnt ihr dann auch noch so verschönern mit Treppen, wenn ihr welche habt. So, ja, es ist euch überlassen. Gut, wenn ihr das auf jeden Fall mal habt, dann nehmt ihr Trichter und setzt einen Trichter daher im Schiff. Also shiften so, dann setzt ihr da einen Trichter ran, hier einen Trichter und hier einen Trichter. Und auf der anderen Seite macht ihr das gleiche. Ihr shiftet, hier einen Trichter ran, hier lang. Wenn ihr nicht shiftet, dann öffnet ihr immer das, statt es anzuplatzieren. Sehr gut. Jetzt könnt ihr das wieder jetzt neu bepflanzen. Also hier die ganzen Warzen hin, so. Ja, und ihr könnt es noch einmal versuchen. Hier kann ich jetzt auch noch Warzen hinmachen. Sehr gut. Dann klickt ihr noch einmal auf den Knopf. Dann klickt ihr wieder auf den Knopf. Und das war jetzt etwas zu schnell von mir.
So, und alles landet in der Truhe. Könnt das rausnehmen und wieder nachpflanzen. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Es ist einfach eine kleine, gute, automatische Farm, Warzenfarm. Die habe ich auch in meinen Server gebaut, mit meinen Freunden. Und ja, du kannst es gerne einfach mal nachbauen und ausprobieren. Und ich würde sagen, ciao, Leute. We'll be right back.